eine Sache, die mich tierisch ankotzt, ist, dass sich jeder aufregt, wie dreckig das auf der Straße aussieht und keiner was dagegen tut. Deswegen renne ich ja schon einmal die Woche mindestens mit meinem Müllsammelbehältnis draußen rum. Sieht aus wie der letzte Penner. Und sammle den Müll auf. Von allen. Jetzt aber steht seit Wochen schon ein Einkaufswagen hier vor der Tür. Mal vor der, Tür, mal vor der Tür. Heute Morgen wieder vor unserer Tür und der wird natürlich mit den Wochen immer voller. Ja? Die holen ihre Einkäufe, schieben die nach Hause, stellen den Einkaufswagen dann leer draußen hin und bringen ihn nicht zurück, die Leute. So, dann wird er natürlich als Müllkorb genutzt. Total bescheuert, aber es wird halt so gemacht. Ne? Dann wird er voller und voller und voller und voller und keiner kümmert sich drum. Jetzt kümmere ich mich drum. Ist mir scheißegal, ob ich dann, vielleicht kriege ich wieder eine Anzeige, ja, aber ich den Einkaufswagen, den stelle ich dann nämlich hier runter. Ja, aber ich habe keine Zeit, den jetzt wegzubringen. Jemand anders macht es ja nicht. Ja. Irgendwann werden wir den mal mit Pfandflaschen vollladen. Ist mir scheißegal, ich bringe den Einkaufswagen jetzt hier runter und werde den ganzen Müll, der da drin ist, ist auch doof, auf unsere Kosten natürlich entsorgen, auf die Kosten von dem Haus. Na klar, in dem Sinne, aber es sieht ja scheiße aus. Jetzt steht hier nicht mal dieser Scheiß. Darin. So einfach wird das gemacht. Wie gesagt, reden tun sie alle viel, machen tut es keiner. Ich mache es jetzt. Ich ziehe mir Handschuhe an. Scheiße, ja, natürlich ist das ekelhaft. Ja. Irgendwelche Zeug ist ja jetzt schon seit 2-3 Wochen, steht das Ding hier. Ich mache das jetzt einfach. Wird ja nie besser. Schon so weiter hoch. Wenn man den jetzt so stehen lässt, ist er gleich wieder voll. Deswegen kommt er mit. So einfach kann es gehen. Nicht mal so viel reden, einfach machen. Und wenn der Eigentümer dieses Einkaufswagens das Video sieht, dann soll er doch bitte seinen Einkaufswagen dafür gerne hier abholen. Bürgnerstraße 22-23 im Fahrradsalon, im Fahrradbahn. Das ist Lidl, natürlich ist es wieder Lidl. Ihr Scheiß. Nicht gebacken kriegen, um wieder einzusammeln.
Ja, genau wie mit dem scheiß Lidl-Rad ist es jetzt der scheiß Lidl-Fahrrad, wie sagt man, Fahrrad? Einkaufswagen. Das sieht mich nicht an. Außer, dass das natürlich immer Belästigung ist, Müllbelästigung da draußen. Ja, das muss da nicht stehen, das muss einfach nicht sein. Also, deswegen kommt er jetzt hier, wird er jetzt hier erstmal sichergestellt. So sieht das aus. Mal gucken, wie viel Ärger deswegen gibt. Vielleicht muss ich dann auch wieder zur Polizei noch eine Aussage machen, wie bei dem Lidl-Rad. Ja, weil es angeblich von uns geklaut wurde oder so. Man rieselt ja nicht. So ein Einkaufswagen kostet ja auch eine Menge. So 250 Euro kostet so ein Ding tatsächlich neu. Bei Wanzel oder wo auch immer die das herstellen. Ja, Wanzel. Wanzel ist der Hersteller. So viel dazu. Also, ihr wisst Bescheid.